Nein. Nein. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Tiberium Rim. Wir haben immer noch wenig Medizin, wir haben immer noch einen Jäger und eine Fernkampfwaffe und wir haben immer noch Nacktheit. So, ich muss mich ein bisschen orientieren. Ich bin ein bisschen durcheinander von meinen ganzen Livestreams. Wir waren hier in unserer total übertriebenen Kolonie. Wir haben Combo. Combo ist Jäger, den haben wir neu dazu bekommen. Das bedeutet, Combo bekommt erstmal eine Waffe. Combo bekommt erstmal ein Sturmgewehr, damit es weg ist. Ein Roughchild bekommt dann gleich ein bisschen was zum Anziehen. Psychopath, Prothesenphobie. Eieiei. Ich glaube, sie habe ich nur genommen wegen Handwerk. Glaube ich. Muss sie erstmal einteilen, das habe ich ja letztes Mal auch nicht gemacht. Mein Gott. Roughchild. Roughchild wegen Handwerk und Forschung, glaube ich. Ja, okay, ein Scout, der hat Forschung 7. Okay, es passt aber. Wegen Forschung habe ich sie genommen, genau. Und er, der Combo, der darf erstmal bauen, weil er da Action hat. Das ist schön. Vielleicht kriegen wir dann das in dieser Folge noch fertig. Ich habe eure Kommentare zur Kenntnis genommen. Das bedeutet aber im Klartext, wir machen uns irgendwann, ja, ich sage jetzt betont irgendwann, auf dem Weg, entweder hier in den gemäßigten Wald oder wir gehen hier rauf, ne, zum Regenwald, das wird wahrscheinlich ein bisschen zu weit sein. Was ist hier? Hier ist Tehagrad, nahe Ozean, und Tahare, oder in der Simulation Hishella. Also vielleicht schaffen wir es ja bis hier oben rauf. Ich hätte vielleicht ganz gern, wie viele Tage Anbau habe ich denn hier unten? 30 Tage. Das ist irgendwie mehr, wenn ich hier... Das sind 40 Tage. Wir schauen mal. Ja, wir schauen mal, ob wir vielleicht nicht sogar hier raufgehen. Hier ist Unterdrückung Gang. Das ist hier, das sind aber Gegner. Oh, das sind ja alles Gegner. Das ist nicht so prickelnd. Also vielleicht gehen wir tatsächlich nur ein bisschen weiter nach oben. Ich hätte halt ganz gerne auch wie hier... Sandstein, Granit und Marmor oder zumindest Granit und Sandstein, irgendwie sowas. Wir schauen mal, wann wir das machen. Weil das Problem ist natürlich, wenn ich umziehe, ja. Ich meine, alles werde ich nicht mitnehmen, aber ich brauche auf jeden Fall Holz. Ich brauche auf jeden Fall Stahl. Und ich möchte eigentlich ungern alles zurücklassen. Weil... Man kann ja keine Kolonien parallel laufen haben. Deswegen haben mich ein bisschen die Kommentare gewundert. Ich meinte nämlich, mich erinnern zu können, dass sobald ich die Kolonie eben verlasse hier, dass die nicht mehr weitergeführt wird. Das heißt, dass die auch resettet wird. Dachte ich, ja. Aber, vielleicht haben wir auch geirrt. Kann ja auch sein. So. Ich muss mal ein bisschen Arbeit aufteilen, glaube ich. Zieh da forschen. Was macht Wilson? Ist eine einfache Mahlzeit. Wir haben noch nicht mehr so viele Sandsteinblöcke. Carter arbeitet Steine. Das ist auch okay. Das hat jetzt mittlerweile... Der hat... Ich hätte ihm eigentlich auch ein Orion-Exoskelett ranpacken sollen. Habe ich eigentlich... Liegt nur irgendwo ein Orion-Exoskelett rum? Einen Moment bitte. Wir könnten eigentlich auch versuchen, was mir gerade einfällt, wir könnten einen KI-Persönlichkeitskern verbauen. Habe ich da ein oder zwei? Ich habe schon zwei Schiffe vernichtet. Liegt der andere noch hier drüben? Vielleicht auch nicht. Alter. What? Ach so, richtig. Mein exotischer Händler. Alter, richtig. Oh Gott, richtig. Pass mal auf. Wenn ich mich beeile. Nein. Nein. Habe ich denn nicht gesagt? Heimatgebiet. Oh, Heimatgebiet ist aber auch hier draußen. Idiot. Oh, Idiot. Bitte sag mir nicht, dass es der Oberkörper ist. Weil dann kriege ich die Krise.
Dann kriege ich echt die Krise. Ring C rechts. Na toll. Combo entfernen. Ring C rechts. Weil ich nicht aufgepasst habe. Weil ich nicht aufgepasst habe. Vor lauter. Was macht der Pete? Pete entfernt immer noch Geröll. Ich hatte hier drin die ganzen Blutspuren. Erstmal beseitigt. Das heißt, der Pete kann wieder transportieren, meiner Meinung nach. Und zwar, wir haben hier Wein, wir haben hier ein Energieschild. Waren das meine Energieschilde? Orion Corp Defense Shield, exzellent. Beta Poly Militärhelm. Okay, das ist das ganze Zeug, das wir dabei gehabt haben. Hunger. Rough Child. Wird da wohl jetzt irgendjemand... Oh, okay. Das ist in Ordnung. Pete. Ruht sich aus. Ob Pete das aber macht. Alter, gestorben. Bürgermeister von nordwestlich Ulia ist gestorben. Maschinengewehr-Hemdhose. Ich muss noch ein bisschen gucken. Ich würde die aber ganz gern liegen lassen. Puma können wir holen. Das Reh können wir holen. Essen können wir holen. Den Schnitter, der tut mir ja nichts. Den kann ich liegen lassen. Haben wir denn sonst noch irgendwas? Ich muss jetzt leider ein bisschen mich hier mal ein bisschen mit beschäftigen. Kraftstoff, Muffalo. Das gibt wieder Essen, Schutzwesten. Also ich brauche unbedingt einen Beta-Poly-Militärhelm. Ist der eines Toten? Okay, das ist also suboptimal. Das ist das ganze Zeug der Toten. Das ist ja zumindest ziemlich cool, weil... Hallo Parker. Überlegen. Stoff Parker. Boomrattenfelljacke. Das heißt, ich bekomme zumindest hier das Zeug wieder. Also, das Zeug, was ich nicht will, das wird hier kaputt gehen. Ah ja, ist mir schon klar. Und das Zeug, das ich haben will, das kann ich mitnehmen. Das ist doch ziemlich gut. Die pennen hier alle. Haben wir sonst irgendwas? Hier ist noch Essen. Mitnehmen. Das war es auch schon wieder, oder? Hier ist noch eine Ration. Ja, ist mir schon klar. Tabako. Was sieht mit denen aus? Die sind auch gestorben. Nicht ein Wunder. Ja, ich weiß. Abuse. Immer diese Abuse. Aber Advanced Bionic Leg, Beruhigungswelle. Bambuskulptur, ich glaube, das habe ich verkauft. Trumbohorn habe ich verkauft. Ja, ich weiß. Immer dieser Abuse. Dass es keine Tierhändler gibt, ist ein bisschen verwunderlich, finde ich. Hätte ich ganz gern. Iron ist an Tiberium-Vergiftung gestorben. Ja, okay. Meinetwegen. Können die auch nichts dafür. Die müssen aber auch einen Zustrom an Kolonisten haben, fällt mir gerade ein. Muss man sich mal vorstellen. Ach so, Combo, Doc. Operieren. Oh, 39% ist doch nicht so schlimm. Und. Sehr schön. Mein Gott. Ich habe immer so Angst, wenn der das macht. Ich habe so Angst. So. Das liegt hier schon wieder rum, hier liegt auch einer rum, der wollte wohl noch flüchten. Haha. Ein bisschen Probleme habe ich tatsächlich, wenn mich hier einer angreift, weil ich hier ein bisschen zu doof war. Wobei, wir haben jetzt die Türen hier drin, die zwei Marmortüren, das ist ja noch in Ordnung. So, der liegt noch, Wilson. Ich mach jetzt erstmal weiter. Ich lasse mal ein bisschen laufen. Pete. Pete, trag die Mahlzeit. Otello, hol mal den Beta-Poly-Militärhelm. So, machen wir das mal. Holen wir erstmal das Zeug hier rein. Du willst mit hier weiterbauen. Hunger. Füttert kommen mit einfach Mahlzeit. Das ist auch in Ordnung. Ich würde wahrscheinlich hier nochmal zubauen wollen. In der Zwischenzeit. Übrigens nochmal um zum Thema umziehen zu kommen. Ja, ich brauche natürlich zuerst Mufferlos. Und es sieht eigentlich relativ schlecht aus hier, dass ich hier irgendwelche Mufferlos kriege, weil ihr seht es ja.
ist ja einfach alles voll mit verdammten Mistviechern. Mit verdammten Tiberium. Also wird das. Entweder ich ziehe um. Moment bitte. Entweder ich ziehe um mit den Leuten, die ich habe. So. Ich kann 210 Kilo tragen. Das ist eigentlich nicht viel. Das ist tatsächlich überhaupt nicht viel. 210 Kilo ist nichts, ja. Nichts. Gar nichts ist das. Wenn ich sage, ich nehme nur mal Holz mit. Ich meine, ich muss irgendwas mitnehmen. Ja, das macht. Das ist echt ein bisschen tricky. Das ist echt tatsächlich etwas tricky, wie ich das vernünftig hinbekommen soll. Der Blair hat sich vollständig erholt. Den würde ich gerne anwerben. Das ist in Ordnung, weil er ist Worker. Kann nichts außer Fernkampf und Tiere. Das ist auch in Ordnung. Problem ist halt, je mehr Leute ich habe, desto schlimmer dürften die Angriffe werden. Auch ein bisschen nervt es. Mach mal das lieber hier. Oh, Chaka. Dann muss ich den nochmal kurz hier installieren. So, und jetzt muss ich den nochmal unten platzieren. Der geht bis hierhin und den mache ich genau bis hierhin. Chaka. Wo ist denn? Go. Raftschild ist immer noch nackt. Kann Raftschild mittlerweile schon laufen? Bewegen ohne. Warum? Linkes Bein abgerissen. Ah, fuck it. Advanced Bionic Leg. Das hilft ja alles nichts. Ja, sie kann sich ja nicht bewegen. Ich kann sie ja nicht nur durchfüttern. Also Doc, mach mal. Du hast nämlich in der Zwischenzeit schon 19 Medizin und bist gleich vollständig. Doomste Raketenwerfer, sag ich nur. Boah, Alter. Was macht Pete und Kong? Geht etwas spazieren, da hinten. Gratulation. Trag den mal bitte rein. Die Maske kann der Combo auch tragen. Ja, kann er auch. Maske anziehen, okay. Hier mal Plastell, das geht nicht kaputt. Die Bauteile gehen kaputt. Hier kann der Othello reintragen. Was haben wir hier noch? Dass die mal nichts offensichtlich einfach mal fertig bauen, ja? Bringt Sandstein zur Tür. So. Und die Türe bleibt erstmal offen. Genau, was macht der Wissen jetzt? Steht Sandsteinblöcke zu Rough Paving. Wie langsam eigentlich ist, wenn er irgendwo das Zeug hinlegt, ne? Störung, Schallinhibitor, ist alles nicht so schlimm. Pete, was machst du? Trick Polarfuchs zur Apfelzone. Was für Prioritäten schon wieder. Jetzt würde ich vielleicht einfach mal das Essen reintragen. Das wäre vielleicht wirklich toll. Liegt noch ein Bein. Gibt nochmal eine einfache Mahlzeit. Ich meine, ich würde die ja auch ganz gerne reintragen. Ja, da kriege ich wenigstens noch ein Bein. Trag die auch rein. Aus dem ganz einfachen Grund, weil ich die wieder verbrennen kann. So. Und die Pumas kann man auch noch reintragen. Den Ranger kann man noch reintragen. Geht hier noch rum? Mörsergeschosse. Oh. Mörsergeschosse machen vielleicht Sinn. Der ist tot, der ist egal. Die Medizin macht nämlich auch Sinn. Ja, Othello, warum? Warum? Einen Toten zieht. Gleiche gesehen, na toll. Sei mal nicht so pissig. Ganz ehrlich. Leckere Mahlzeit.
Und direkt Muffalo. Nein, du machst jetzt erst den. Frag den Schild. Ja, das muss ich jetzt leider mal ein bisschen manuell priorisieren. Ich lasse jetzt einfach mal ein bisschen laufen, weil. Beziehungsweise jetzt lasse ich nicht laufen. Die Folge ist nämlich vorbei. Aber ich lasse es dann in der nächsten Folge einfach mal ein bisschen laufen, weil es ist momentan ein bisschen. Ja, ich kann Ruhe aufbauen. Aber Ruhe vor dem Sturm. Ihr wisst es ja, es wird bald wahrscheinlich zu einem totalen Chaos kommen. Ich habe immer noch Angst vor etwaigen Käferkolonien. Da habe ich schon noch etwas Muffen, muss ich sagen. Wir können hier einfach mal nochmal das aufreißen. So. Aber wir werden sehen, ob da tatsächlich Käfer kommen oder auch nicht oder was wir machen werden. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und wir sehen uns bald wieder in der nächsten Folge. Macht es gut, haut da rein und ciao, ciao.